Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der SV Darmstadt Trainerkarriere. Und ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme, ich bin etwas kränklich und ich möchte mich dafür entschuldigen für den einen oder anderen Nase hochziehen Aktion. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und dann starten wir rein, damit die Folge nicht so lange wird, denn ich möchte meine Stimme nicht belasten, aber ich möchte euch auch ein Video präsentieren. Also wir gehen rein in die Partie. Wir werden natürlich am Team nochmal was ändern. Ich werde mit Joa wieder vorne spielen und Hinterseher. Hier lasse ich mal Vassiliadis spielen. Dann rechts lasse ich mal Manu. Auch hier. Valentini baut immer mehr ab. Ich glaube, wenn die Saison vorbei ist, dann werde ich ihn wieder verkaufen. Weil der baut immer mehr ab. Der Valentini. Dann will ich natürlich wieder Pfeiffer spielen lassen, der immer mehr zu einer Stammkraft wird. Und links auch im Rhythm Holland. Genau. Und im Tor, denke ich mal, darf der Brunst wieder ran. Gegen Hansa Rostock, die sind nur mit 3 Punkten. Ne? Da kann man schon mal ein wenig rotieren. Dann würde ich sagen, geht's rein in die Partie gegen Hansa Rostock. Wir sind hier in Rostock heute zu Gast, möchten es natürlich gewinnen. Das ist völlig klar. Trotzdem darf man Hansa nicht unterschätzen, ne? Das sollte auch klar sein. Ich denke, die Aufstellung kann man überspringen und damit gehen wir rein in das Match hier in Rostock. Let's go. Erstmal für Sicherheit hier sorgen, keine Fehlpässe wagen. Und dann das Spiel gewinnen. Der Ball läuft schon mal sehr gut. Die erste Flanke findet keinen Abnehmer. Chasula. Holland. Ah, er mit einem Fehlpass, schade. Gute Idee hier jetzt. Muss Pfeiffer mit tun. Und er holt einen Freistoß hinaus. Trotzdem sehr gut von Pfeiffer hier in dieser Aktion. Wie er den Körper dazwischen stellt. Und schöne Parade vom Brunst hier. Holland. Stark von Manu. Das war sehr gut herausgespielt. Joa 1-0. Für den SV Darmstadt 98. Das war sehr schön. Nach 13 Minuten geht Darmstadt hier in Führung. So läuft das. So ist das in Ordnung. Und ich kann mich nicht so richtig freuen. Wie gesagt, denn mein Hals tut ein wenig weh. Genau. Und werde mich nach dem Part auch wieder direkt hinlegen. Ganz klar. 1-0 für Darmstadt hier. So hatte ich mir das vorgestellt. Traumstart. Kempe. Manu. Hinterseher. Vassiliadis. Und wieder Ioa. So frei. Erneut Ioa gewesen. Das wäre gut und gerne das 2-0 geworden.
Wieder Freistoß, aber diesmal für uns, okay. Boah, schöner Versuch von Manu hier. Abstoß. Und zack. Nice, ne? Nee, Dong Jung, Strauß. Kann sich leider den Ball nicht behaupten und nicht zurückholen. Aber jetzt vielleicht mal ein guter Versuch hier über Joa. Ah, der Ball kommt allerdings irgendwie nicht zu ungefährlich. Das Aluminium rettet uns hier. Look away. Letzte Saison noch in Bielefeld unterwegs. Meine ich. Und was für ein Fehler. Der wird nicht bestraft, Gott sei Dank, aber wir müssen aufpassen. Wäre gut und gerne das 2 zu 0 oder das 1-1 gewesen. Natürlich. Kempe. Genialer Ball auf Hinterseher, der kann sich aber auch wieder den Ball nicht behaupten. Schade, schade, schade. Was war das von Hinterseher hier? Ich dachte, da läuft einer mit. Wieder immer Emanuel Joa, der bedient wird. Allerdings findet er den Ball noch nicht. Oder der Ball findet den Weg nicht ins Tor. Damit ist die erste Halbzeit auch schon wieder vorbei. Wir führen hier mit 1 zu 0 durch das Tor von Ioa. Wie wird der zweite Durchgang? Das werden wir sehen. Let's go. Oh, gefährlich, was da Hansa macht. Hansa Rostock. Der Ball läuft einfach phänomenal. Irgendwie auswärts sind wir eine Macht. Anstatt zu Hause haben wir immer wieder Probleme. Auswärts spielen wir irgendwie besser. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich werde jetzt mal wechseln. Und zwar bringe ich, auch wenn Valentini abbaut, Valentini für Bader. Holland. Läuft mit dem Balance aus. Genial. Schade. Schöner Ballgewinn, der Ball aber sofort wieder weg und sofort bei den Rostockern.
Und der Pfosten rettet Rostock hier. Der Ball aber immer noch scharf. Wir sind bereits in der 68. und ich werde nochmal den Wechsel vornehmen. Und zwar bringe ich Ucha für Hinterseher, Müller für Jasula, Seidel für Ioa und dann passt es schon. Ich werde mal kurz wieder einen Schluck Wasser nehmen und dann geht es sofort weiter. So. Ballgewinn für Darmstadt. Das war nicht so clever hier. Ah, da war der Ball schon nicht im Aus. Hab den Ball schon im Aus gesehen. Das war genial. 2-0. Sehr schön in den Fuß von Honzak gespielt und er macht das 2-0. Das müsste die Vorentscheidung hier sein in Rostock. Also Darmstadt marschiert weiter . Genialer Ball, hervorragend von Honzak. 2-0. Und es klingelt gleich nochmal 3-0. Ucha. Hervorragend. Einfach genial. 3-0 Darmstadt. Jetzt wird Rostock auseinandergenommen. Einfach brutal. So sollte man spielen. 3-0. Und das wäre es fast gewesen, das 4-0 hier. Holland, Honzak. Ucha kommt nicht mehr hin. Schade. Gleich ist das Match hier vorbei. Wir hier deutlich am Drücker haben uns den Sieg reichlich verdient. Und es gibt nochmal Freistoß. Aber das war nichts. Das Spiel ist vorbei. Wir besiegen Rostock am Ende standesgemäß und verdienen mit 3-0. Wir werden dann in der nächsten Folge das nächste Spiel angehen. Und nach 5 Spieltagen sind wir einfach ungeschlagen. Das ist brutal. Honzak mit seinem ersten Tor, genau. Der Deadline Day. Machen wir es auch noch schnell hier rein. Und dann würde ich sagen, das nächste Spiel dann in der nächsten Folge. Ich werde am Kader nichts mehr machen. Ich bin so zufrieden. Ich hoffe jetzt nur auf Abgänge. Aber wahrscheinlich wird hier nichts mehr passieren. Leihangebot für Schnellhardt von Union. Das werde ich ablehnen. Und Honzak bekommt noch ein Transferangebot von West Brom. Werde ich auch ablehnen. Ganz klar, die beiden werden nicht abgegeben.
Das ist klar und das sollte auch jedem klar sein hier. Auf die setze ich. Transferangebot für Pfeiffer von Fenerbahce werde ich ablehnen. Pfeiffer gefällt mir, der wird immer mehr zu einer Stammkraft hier bei Darmstadt. Krass, Alessandro Zanoli wechselt zu Tottenham. Transferangebot für Ronstadt werde ich auch ablehnen. Ich werde jetzt keinen Abgang mehr tätigen. Und auch keinen Neuzugang holen. Letzte Stunde hier. Und dann ist der Transferfenster oder das Transferfenster ja abgeschlossen. Okay. Monatliches Scouting-Update. Hier haben wir keinen richtig starken dabei. Wir können allgemein mal in die Jugendschule schauen, ob wir einen überhaupt haben hier. Young Boys Bern möchte Müller holen. Ich werde es ablehnen. Ganz klar. Erstmal werde ich keinen verkaufen hier. Nächster Gegner ist Bielefeld. So, Transferangebote werden geblockt bei Pfeiffer. Er ist unverkäuflich. Und dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge weiter gegen Bielefeld. Die sind auf Platz 5. Okay, wie schaut der Monat aus? Der Monat September. Morgen dann eine brandneue Folge. Ganz klar. Bielefeld, Karlsruhe und wieder Heidenheim. Das ist der September hier. Okay. Interessant, wir haben zwei Chats. Mille möchte wieder spielen. Du bist ein Topspieler. Und ich weiß, dass Marvin Mellon wieder fit ist, aber hoffentlich habe ich gezeigt, dass ich weiterspielen sollte. Das wäre wichtig für meine Karriere. Ich weiß, was du kannst. Und dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Wenn euch die heutige Folge trotz meiner bescheidenen Stimme gefallen hat, dann würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge gegen Arminia Bielefeld. Bis dahin, macht es gut, bleibt im Ball und vor allem gesund.